Bei mir Louis Thuhl, Spieler FSV Salmrohr. Erstmal Glückwunsch zum 2-0 Auswärtssieg in Speyer. Du hast vor 3 Wochen im Hinspiel auch das 2-0 gemacht. Heute hast du wieder das 2-0 gemacht. Erzähl mal aus deiner Sicht, wie das Spiel heute gelaufen ist. Ja, natürlich freut mich das Tor. Umso wichtiger ist natürlich der Sieg für uns. Es war natürlich kein leichtes Spiel wieder. Speyer, die kämpfen natürlich auch, obwohl sie schon abgestiegen sind. Ja, im Endeffekt zählt heute wieder der Sieg. Wir müssen jetzt gucken, wie wir das weitermachen, wie der Verband das regelt. Und dann müssen wir natürlich jetzt jeden Sieg mit einfahren, egal wie, über Kampf natürlich auch. Okay, du sagst schon, wie der Verband es regelt. Wir würden am Samstag das Heimspiel gegen Völklingen bestreiten. Leider Gottes ist es jetzt nun abgesetzt. Da warten wir auch auf eine Regelung vom Verband. Dann müssen wir am Sonntag danach, den 22. auswärts wieder nach Feddersheim, Tabellenführer. Da haben wir das Hinspiel verloren. Wie siehst du da unsere Chancen jetzt? Ich bin eigentlich voller Zuversicht. Wir haben eine gute Truppe. Auf jeden Fall, wir können hier jeden schlagen. Und das haben wir auch in den letzten Spielen auch immer wieder mal gezeigt. Natürlich gab es ein paar Durchhänger, aber also das schaffen wir. Ich bin davon fest überzeugt. Okay, super. Danke dir.